Martin Schmidt ist mein Name, ich bin der Chefarzt der Innere Medizin 2. Wir betreuen die kardiologischen Patienten, haben dabei die interventionelle Kardiologie, die Elektrophysiologie, haben die Schlaganfalleinheit, die Chest Pain Unit und betreuen auch die Intensivstation und als weitere Disziplin die nephrologischen Patienten im Hause. Die Kardiologie ist so strukturiert, dass wir die stationäre Versorgung auf der kardiologischen Station machen. Wir haben dort Chest Pain Unit und Stroke Unit für die akute Versorgung von Patienten mit akuten Beschwerden definiert und haben darüber hinaus die Intensivstation, die in unmittelbarer Nähe sowohl von der normalen kardiologischen Station als auch vom Herzkatheterlabor im Haus lokalisiert ist, unter unserer Führung. Das heißt, wir versorgen die Patienten, wo es erforderlich ist, intensivmedizinisch nach und versorgen auch andere Krankheitsbilder, eigentlich alle internistischen Krankheitsbilder auf unserer Intensivstation. Was uns in der Elektrophysiologie besonders auszeichnet, ist, dass wir zum einen eine extrem strahlungsarme Anlage haben, die natürlich sowohl für den Patienten als auch für uns Untersucher einen deutlichen Vorteil bietet. Zum Zweiten machen wir die Untersuchung sowohl in Vollnarkose, gerade was die komplexeren Ablationen wie beispielsweise das Vorhofflimmern anbetrifft, als auch in normaler Sedierung. Das bieten viele Kliniken nicht an. Ich weiß aber, dass es für viele Patienten sehr angenehm ist, während der Untersuchung eben komplett abgeschirmt zu sein. Daher dieses Angebot auch an unsere Patienten. Was neben der fachlichen Ausrichtung und der technischen apparativen Ausstattung bei unserer Abteilung natürlich ganz wichtig ist und was mir persönlich auch sehr wichtig ist, die Arbeitsatmosphäre. Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig heute in der modernen Zeit, dass wir arbeiten alle viel, wir verbringen viel Zeit in der Klinik am Arbeitsplatz. Es ist wichtig, dass jeder von uns möglichst gerne natürlich auch zur Arbeit geht, für unseren Bereich mit entsprechender Motivation durchführen. Und deswegen ist mir die Stimmung und die Atmosphäre in der Klinik sehr wichtig in der Mannschaft. Es gibt immer wieder die Rückmeldung auch von Patienten, die sagen, ja, also ich habe mich bei euch sehr gut aufgehoben gefühlt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch für die Genesung durchaus unserer Patienten im Hinblick auf das Herz.